Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Buchschnack. Ich war gestern im Thalia in Wolfsburg, um eine Art Bloggertisch mit meinen Buchempfehlungen zu füllen. Das war kein Bloggertisch, sondern das war so ein Aufsteller. Felix hat mir wieder geholfen. Felix kennt ihr vielleicht noch von meinem letzten Besuch im Thalia in Wolfsburg. Verlinke ich euch mal hier. Dieses Mal war ich also da, um den Aufsteller mit meinen Buchempfehlungen zu füllen. Welche das waren, das zeige ich euch gleich. Und was ich noch mitgenommen habe aus dem Thalia, das zeige ich euch auch gleich. Also, schnappt euch eine Tasse Tee, macht's euch gemütlich und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. Good morning. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hingucken muss. Ich nehme das hier gerade mit meiner Kamera auf, mit meinem Handy, Smartphone. Ich fahre nämlich jetzt gleich nach Wolfsburg und zwar in den Thalia. Und da möchte ich nämlich gerne einen Bloggertisch einrichten. Wartet mal, ich mache mal hier diesen. Ach, ich habe euch noch... Ey Leute, ich habe schon so Ewigkeiten nicht mehr gebloggt. Ich habe mir eine Kaffeemaschine gekauft. Ich hatte doch überlegt, habe ich euch das erzählt, welche Kaffeemaschine ich gerne hätte. Oh, sorry, das ist jetzt hier gerade alles ein bisschen qualitativ minderwertig. Und ich wollte eigentlich keine Padmaschine, eine Kapselmaschine sowieso nicht. Und nach reiflichem Überlegen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass sich für mich alleine einfach kein Vollautomat lohnt. Mal ein bisschen auf die Zeit achten. Also es ist halt einfach übertrieben, ja. Und, auch wenn ich gerne einen hätte, aber so einen Vollautomaten, aber das ist einfach übertrieben. Ja, das stimmt. Später. Darum habe ich mir jetzt eine Senseo Philips Quattro, oder wie die heißt, gekauft. Ich zeig euch die mal. Warte mal. So sieht die aus. Und die reicht echt aus, ne? Ich weiß nicht genau, wo ich hier auf dem Smartphone immer hingucken muss. Es ist aber sehr verleitend, dass man aufs Display guckt. So, jetzt trinke ich hier noch ganz fix mein Käffchen. Und dann geht's schon los. Ich habe jetzt alles fertig geschrieben. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich hier natürlich niemanden filmen kann. Das sind die Bücher, die ich empfehle. Und hier kommen die rein. Da hast du auch eine Banderole gehabt? Genau. Um dasselbe Buch? Auch weniger. Ich habe es vom ersten Moment an gespürt. Das ist ein Verkaufsfehler. Oder? Wie witzig. Reicht der Papiere daneben? Das stimmt, das stimmt. Warte, ich stelle mal ab und helfe dir. Weil das ist ja hier. Wäre sonst ein bisschen blöd. Thank you.
Samstag kommt. Tja, das war mein Vormittag im Thalia in Wolfsburg. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, vor allem, weil es auch mal eine neue Erfahrung war, Buchempfehlungen zu geben. Sonst machen wir das ja immer so zwischen uns. Ich gebe euch Buchempfehlungen auf diese Art und jetzt habe ich das mal über einen Aufsteller gemacht. Das fand ich auch sehr spannend. Was auch herausfordernd war, das war, dass ich meine Highlights nochmal herausgekramt habe, beziehungsweise ich habe nicht nur über Highlights nachgedacht, sondern über Bücher, die etwas mit mir gemacht haben oder die ich auf eine bestimmte Art und Weise besonders finde, auch wenn sie keine 5 Sterne von mir bekommen haben, wie zum Beispiel, was der Fluss erzählt, hat er keine 5 Sterne von mir bekommen, ist aber ein sehr besonderes Buch. Ja, das war schon sehr spannend. Natürlich bin ich nicht mit leeren Händen rausgegangen. Das ist immer das Problem, was ich habe, wenn Felix in der Nähe ist. Das, was es für mich so schwierig macht, ist, dass Felix den gleichen Buchgeschmack hat wie ich. Ja, und mit Felix kann man halt echt gut philosophieren. Ne? Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da kamen wir vom Hundertstel ins Tausendstel. Und also es war einfach ein schöner Vormittag. Und jetzt habe ich hier die Bücher liegen, die ich mitgenommen habe. Und die zeige ich euch mal. Spannend ist, dass ich mit 2 Büchern daraus aus meiner Komfortzone getreten bin. Das versuche ich ja ab und an mal. Ein Buch aus diesem Stapel habe ich bereits. Und mit einem Buch habe ich vor einiger Zeit mal geliebäugelt und habe es dann wieder ad acta gelegt, weil ich gedacht habe, nee, das ist vielleicht doch nichts. Und da hat Felix mich jetzt dahingehend beraten, mir das Buch doch zu holen. Starten wir auch direkt mal mit dem Buch. Ihr wisst ja, dass ich ein ganz großer Alice im Wunderland-Fan bin und da gibt es ja ganz viele Adaptionen. 2, glaube ich, habe ich hier im Bücherregal. Ich hatte mal 3, das eine habe ich weggegeben, weil ich es ganz furchtbar fand. Und Felix hat mich, ohne zu wissen, dass ich so ein großer Alice im Wunderland-Fan bin, auf ein Buch hin beraten. Und zwar deswegen, weil wir über Triggerwarnungen gesprochen haben. Und Felix meinte, ja, bei diesem Buch hätte es eigentlich auch eine Triggerwarnung geben müssen, weil das schon etwas brutaler ist und da waren wir uns beide einig, da gehören endlich dann auch wirklich Triggerwarnungen hin, drauf auf die Bücher. Und zwar rede ich von Christina Henry, Die Chroniken von Alice, Finsternis im Wunderland. Und mit diesem Buch hatte ich schon mal geliebäugelt und habe es dann eben wieder verworfen, weil ich gedacht habe, nee, ich habe ja schon eine Adaption gelesen und die hat mir nicht gut gefallen. Und deswegen bin ich bei Adaption immer sehr skeptisch. Ich bleibe auch skeptisch, aber tatsächlich klingt das schon, also es klingt schon ein bisschen abgedreht. Dieses Buch erzählt Alice Geschichte, nachdem sie aus dem Wunderland wieder nach Hause gelangt ist. Und Alice befindet sich seit 10 Jahren in einem ziemlich düsteren Krankenhaus. Sie weiß nicht, wer sie ist, sie weiß nicht, wie sie dorthin gekommen ist. Sie erinnert sich aber an einen Mann mit Hasenohren. Als eines Tages ein Feuer im Krankenhaus ausbricht, kann Alice, die für verrückt gehalten wird, entkommen. Nicht nur Alice, sondern zum einen der Axtmörder Hatcher. Die beiden sind irgendwie zusammen auf der Flucht. Und ein Wesen, das in den Tiefen des Irrenhauses gefangen gehalten wurde. Und Alice, die ja immer noch nicht weiß, wer sie ist und wo sie herkommt, was überhaupt passiert ist, kann die Wahrheit nur herausfinden, wenn sie dieses Ungeheuer besiegt. Und zur Wahrheit gehört auch die Frage, was dieses weiße Kaninchen hier angetan hat. Ich finde, das klingt ziemlich düster, das klingt ziemlich cool. Also ich hoffe, dass das eine gute Adaption ist. Ich hoffe es. Achso, im Übrigen hat das auch, also nicht, dass ich da immer so großen Wert drauf lege, ne? Aber interessant finde ich es trotzdem, diesen Buchschnitt, wisst ihr, mit den Hasenpfoten da. Sollen doch wohl Hasenpfoten sein, oder was? Ich glaube ja. Dann habe ich ja gesagt, dass ich mir auch ein Buch geholt habe, das ich bereits besitze. Und zwar ist das die einzige Liebesgeschichte, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe, die ich großartig fand, die ich anspruchsvoll fand, die komplett ohne Kitsch auskommt. Komplett ohne Kitsch. Die einzige, von der ich jemals gelesen habe, wo das funktioniert. Und das ist so meine All-Time-Favorite. Ich liebe dieses Buch, ich liebe die Autorin, ich liebe die Geschichte, ich liebe Mr. Darcy.
Jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon. Und zwar ist das Stolz und Vorurteil. Und zwar in dieser Ausgabe von Nicole Verlag. Ja, die gibt es tatsächlich sehr, sehr günstig. Ich glaube, dieses Buch hat 7 € gekostet. Ja, und da habe ich Felix mal gefragt, ob das so ein, ob das dauerhaft bei diesem Preis liegt oder ob das jetzt ein Sonderangebot ist. Und er sagt, das ist wohl dauerhaft, weil das eben in großen Mengen produziert wird. Das ist ein Festeinband mit Leinen und mit, also ich meine, ich muss nicht mehr sagen, oder? Guckt euch das mal bitte an. Ich finde es wunderschön, Ich habe eine ganz, ganz alte Ausgabe von Stolz und Vorurteil und die kommt jetzt endlich weg. Und dafür habe ich mir dieses Buch geholt. Ich liebe diese Geschichte. Mein Gott, es gibt keine wundervollere Geschichte. Ich glaube, zu Stolz und Vorurteil brauche ich euch gar nichts sagen, ne? Möchte ich mir auch unbedingt nochmal durchlesen. Und nochmal, also ich glaube, ich gucke mir heute auch den Film an. Ich finde es einfach wunderschön. Mein Gott, diese... Gibt es noch eine solche Geschichte wie Stolz und Vorurteil von Jane Austen? Was ich ja hier so gerne mag, ist, dass es auch so unheimlich gesellschaftskritisch ist. Das finde ich schon sehr, sehr... Wisst ihr, so eine gesellschaftskritische Studie? Das finde ich unheimlich interessant. Mein Gott, diese Liebesgeschichte. Die ja irgendwie erst am Ende eine ist, aber wo die beiden sich das so hart erarbeiten müssen, dass ich liebe es. Und sowas fehlt mir heute einfach total. Wisst ihr, ich möchte nicht mehr lesen sowas wie... Er strahlte eine unheimliche Stärke aus, aber in seinen Augen erkannte ich den Glanz seiner Verletzlichkeit. Also das möchte ich nicht lesen. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Das finde ich gruselig. Das ist für mich der wahre Horror. Vielleicht kennt ihr ja noch Bücher, die in diese Richtung gehen. Wisst ihr, die in diese Richtung gehen, was Liebesbeziehungen angeht, wie Stolz und Vorurteil. Das muss gar nicht in dieser Zeit spielen, ja? Aber es sollte doch eine Liebesgeschichte sein, die sich ganz schwierig entwickelt, wo die beiden sich das wirklich hart erarbeiten müssen. Und das muss auch gar kein Happy End haben. Ich bin auch ohne Happy End echt happy. Aber das ist ja irgendwie eine ganz große Herausforderung momentan. So, weiter geht es mit einem Buch, mit dem ich mich aus meiner Komfortzone begeben habe. Und zwar ist das, jetzt werden einige vielleicht lachen, weil die denken, hat die Alte das immer noch nicht gelesen. Das ist von Arthur Conan Doyle, Der Hund der Baskervilles. Und zwar auch in dieser Ausgabe, guck mal. Das ist auch aus demselben Verlag. Ich glaube, dass das 8 € gekostet hat. Wie bin ich jetzt überhaupt zu diesem Buch gekommen? Ich habe zu Felix gesagt, Felix, ich möchte wirklich gerne mal ein Buch über Sherlock Holmes lesen. Ich habe nämlich noch keins gelesen und irgendwie finde ich, dass ich möchte gerne mal ein Buch über Sherlock Holmes gelesen haben. Und dann ist er mit mir sehr zielstrebig zu den Büchern des Nicole Verlags gegangen. Das Ganze spielt im Westen von England und zwar in Dartmoor. Und da habe ich überlegt, ist das vielleicht auch einer der Schauplätze von Simon Beckett's David Hunter, also vom einem Teil der David Hunter-Reihe, ich bin mir gerade nicht sicher, das kommt mir so bekannt vor. In Dartmoor spielt das Ganze und Dartmoor ist berüchtigt wegen seines Zuchthauses und wegen der Sumpf- und Moorlandschaft und diese Sumpf- und Moorlandschaft bringt ziemlich viele düstere Legenden hervor. In dieser öden Sumpf- und Moorlandschaft liegt Baskerville Hall und da startet diese Geschichte nämlich mit dem Tod von Sir Charles Baskerville. Und dieser Tod sorgt dafür, dass diese alte Geschichte wieder hervorgeholt wird, nämlich vom Höllenhund, der die Baskervilles verfolgt. Und jetzt kommt nicht Sherlock Holmes ins Spiel, sondern Watson. Der wird nämlich von Sherlock Holmes, weil dieser unabkömmlich ist in London, hingeschickt zu Baskerville Hall, um diesen Fall zu lösen. Ja, und ob das klappt, das erfahren wir in diesem Buch. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Ich möchte das auch recht zeitnah lesen. Das wird mein allererstes Buch von Sherlock Holmes. Das nächste Buch ist auch aus dem Nicole Verlag und zwar von Emily Brontë, Sturmhöhe. Das möchte ich auch unbedingt noch lesen, ja. Das passt so gut zu diesem Buch hier, findet ihr nicht? Sieht es nicht aus wie der Frühling? Wunderschön. Ja, hier hoffe ich ja, dass es eine ähnliche oder dass diese Liebesgeschichte mich ähnlich packen kann wie bei Stolz und Vorurteil. Hier geht es ja um Mr. Lockwood, der dem Stadtleben entfliehen möchte und sich darum auf dem Lande niederlässt. Und sein Vermieter, Mr. Heathcliff, der ist ziemlich mürrisch. Auch die Menschen in Mr. Heathcliffs Umgebung, meine Güte, sind auch alle sehr mürrisch und interessieren Mr. Lockwood sehr. Und darum erkundigt er sich nach deren Geschichte. Und da kommt Ellen ins Spiel. Ellen ist eine Bedienstete von mehreren Familien, und zwar der Familie Linden, der Familie Earnshaw und der Familie Heathcliff.
Und sie erzählt Mr. Lockwood die Familiengeschichte und erzählt auch von der tragischen Liebe zwischen Mr. Heathcliff und seiner Stiefschwester Catherine. Ich habe gelesen, dass dieses Buch sehr gut übersetzt wurde, und zwar von Grete Rambach. Und ich hoffe, es hier ist auch noch ein Stammbaum drin. Also wenn man sich diesen Stammbaum anguckt, dann weiß man schon, ahnt schon, in welche Richtung diese ganze Geschichte gehen wird. Vielleicht lese ich mir das auch erst durch. Ich glaube, ich lese mir das eher durch. Ich habe so Lust auf eine wirklich anspruchsvolle Liebesgeschichte. Nicht immer diese Platten. Wisst ihr, am Ende sind doch alle Liebesgeschichten gleich. Alle sind gleich. Das nervt mich. Ich finde es einfach unglaublich langweilig. Und ich hoffe, dass diese Liebesgeschichte ähnlich wird wie bei Stolz und Vorurteil. Und das letzte Buch, das ich mir geholt habe, ist wieder ein Buch, mit dem ich mich aus meiner Komfortzone begeben habe. Im Thalia in Wolfsburg gibt es eine ziemlich große Manga-Wand und einen ziemlich vollgepackten Manga-Tisch, denn das Thema wird immer größer in der Buchwelt, und das merke ich ja auch hier im Booktube-Bereich. Also habe ich Felix gefragt, welchen Manga er mir empfehlen kann für einen Einstieg. Ja, und zwar ist das von Tatsuya Endo. Ach, das war einfach. Tatsuya Endo, Spy Family. So sieht er aus, der Manga. Und das muss ich euch jetzt mal vorlesen. Sein Name ist Forger. Lloyd Forger. Deckname? Twilight. Der Auftrag? Finde eine Familie als Tarnung. Infiltriere die berühmte Eden-Akademie. Verhindere den drohenden Krieg zwischen Ost und West. Was er nicht ahnt, seine Adoptivtochter kann Gedanken lesen und seine frischgebackene Ehefrau ist eine Auftragskillerin. Uff. Diese Familie zu organisieren, ist eine andere Hausnummer als Terrorabwehr und Atombombenentschärfung. Ja, und diesen Manga hat Felix mir empfohlen, weil der nicht gleich so krass ist. Wisst ihr, es gibt ja Mangas, die sind so, da spielen so Menschen eine Rolle, die so wisst ihr, halb Mensch, halb Kettensäge sind und solche Sachen. Die sind mir ein bisschen zu abgedreht. Also, ne, ich möchte ganz entspannt starten. Und das klingt tatsächlich auch ganz witzig. Und das Besondere ist ja, dass man nicht so liest, sondern so. Und ich bin auch sehr skeptisch. Ich muss mal gucken, ob ich das hinbekomme. Da habe ich mir so gedacht, das wird so meine Sonntagslektüre, wenn ich so in der Badewanne liege, dann werde ich das mal versuchen. So, das waren jetzt die Bücher, die ich mir aus dem Thalia gestern geholt habe. Und dann habe ich hier noch drei Bücher, die ich euch noch unbedingt zeigen möchte. Und zwar ist eins davon ein Rezensionsexemplar. Und zwar von Liz Spitt. Ich bin nicht da. Das ist das, was ihr eingangs auch gesehen habt, was ich als Buchempfehlung dazu gepackt habe. Mir hat ja ihr Buch Und es schmilzt sehr gut gefallen. Mir hat es einfach unheimlich gut gefallen. Ich weiß, dass da die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen, aber mit dem Buch hat sie meinen Nerv so getroffen. Ich finde auch, dass sie so großartig geschrieben hat. Sehr ruhig, aber sehr auf den Punkt, also sie zieht da so einen richtigen Nerv raus und drückt da nochmal richtig drauf rum. Das hat sie unheimlich gut gemacht und ich hoffe, dass sie das hier auch so fortsetzt. Hier geht es um Leo und Leo ist seit 10 Jahren mit Simon zusammen. Eines Nachts kommt Simon nach Hause völlig überdreht, total ausgewechselt, mit einer Tätowierung, mit neuen Freunden. Und Leo kann das nicht einordnen. Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass Simon sich gerade in einer manischen Episode befindet. Und was dann hier steht, ist, als sie begreift, wozu Simon jetzt fähig ist, ist es vielleicht zu spät. Zu lange hat Leo alles für ihn aufs Spiel gesetzt. Nun bleiben ihr genau 11 Minuten, um eine Tragödie zu verhindern, die nicht nur ihr Leben für immer verändern würde. Ja, und das ist ja genauso kryptisch wie bei Und es schmilzt. Ja, da habe ich ja bis zum Schluss nicht verstanden, was es mit diesem Eisblock auf sich hat und war am Ende völlig fassungslos und bin es immer noch. Und das Schlimme ist, dass ich viele Parallelen entdeckt habe, was das Dorfleben angeht, das Lisbeth da beschreibt. Viele Parallelen zum tatsächlichen Dorfleben, also ja, nicht so krass, also nicht so in der Form. Ja. Tatsächlich finde ich hier auch wieder keine Triggerwarnung und ich vermute fast, dass da eigentlich wieder eine drauf sollte. Ist es aber nicht. Ich persönlich finde Triggerwarnung wichtig. Ich finde, die gehören auf Büchern rauf, ab einer bestimmten Gewichtigkeit, zum Beispiel was das Thema sexualisierte Gewalt oder sexuelle Gewalt angeht, gehört das für mich auf ein Buch und das hat auch nichts mit Spoilern zu tun. Ich finde es einfach wichtig.
Genau. Dann habe ich mir ein Buch geholt, das habe ich schon angekündigt. Das habe ich nämlich in Heidelberg gesehen. Als ich in Heidelberg war, da haben wir ein kleines BookTuber-Innen-Treffen gemacht. Und das verlinke ich euch auch mal hier. Und da hatte ich ja ein Buch in der Hand, das habt ihr da gesehen in dem Vlog. Und zwar von Nico Rose, Hard, Heavy and Happy. Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens. Da habe ich mich ganz doll geärgert, dass ich das nicht mitgenommen habe. Und darum habe ich es mir dann geholt. Nico Rose heißt eigentlich Nico Rose. Ich musste gerade mal googeln, weil ich mir nicht ganz sicher war. Er ist ein deutscher Psychologe und beleuchtet in diesem Buch die seelisch-emotionale Seite der Musikszene. Und das finde ich ja sehr interessant, weil das so meine Szene ist, ne? In der ich mich sehr heimisch fühle. Und so erfahren wir unter anderem, wie dieser schaurig schöne Lärm dabei hilft, mit Ängsten und Depressionen zu leben, warum Metal hören voll schlau macht und wie viel Kalorien man beim Headbangen verbrennt. Das mache ich jetzt nicht. Da habe ich mich sofort angesprochen gefühlt, als ich dieses Buch in der Hand hatte. Ich weiß nicht, warum ich das nicht mitgenommen habe. Naja, deswegen habe ich es mir jedenfalls gekauft. Habe ich schon gesagt, dass dieses Buch ein Rezensionsexemplar ist? Falls nicht, dann wisst ihr es jetzt. Und das nächste Buch, das ich mir geholt habe, habe ich mir aufgrund der Thematik geholt und natürlich auch aufgrund der guten Bewertung. Ich habe ein Buch in dieser Art noch nicht, beziehungsweise nicht über diese Thematik. Und zwar ist es von Monika Feeth, Randvoll mit Glück. Hier geht es um eine Patchwork-Familie, die auf ein Schloss zieht. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass es aus der Sicht dieser beiden Mädels erzählt wird. Das ist Amy. Amy hat das Down-Syndrom. Und das ist Suri. Suri ist Amys neue Schwester. Ich lese euch mal vor, was die Kurzbeschreibung verrät. Es gibt Schlimmeres, als in einem Schloss zu wohnen, behauptet Suris Mutter. Doch Suri und ihre Brüder Björn und Erik sehen das ganz anders. Das Schloss steht auf dem platten Land und der Schlossverwalter ist der Freund der Mutter, mit dem sie dort zusammenleben sollen. Dass er eine Tochter hat, macht die Sache nicht einfacher, denn Amy ist ziemlich speziell. Sie ist die Einzige, die sich wie verrückt darauf freut, Teil einer Patchwork-Familie zu sein. Aber zunächst sieht es nicht so aus, als würde ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Da bin ich wirklich schon richtig gespannt drauf. Mein Gott, vielleicht lese ich das auch als erstes. Jetzt. Das lese ich jetzt als erstes. Lese ich das als erstes? Oh mein Gott. Ich weiß noch nicht genau, was ich als erstes lese, aber das wird auf jeden Fall eines der ersten Bücher werden. So, ihr Lieben, das waren jetzt meine Neuzugänge und ich habe mir vorgenommen, dass ihr in den nächsten Monaten auch kein Video sehen werdet mit weiteren Neuzugängen, weil keine weiteren Neuzugänge bei mir einziehen werden. Ihr könnt mich auf diese Aussage festnageln. Merkt euch dieses Video, merkt euch den Zeitstempel. Ich werde mir für die nächsten 3 Monate keine neuen Bücher mehr kaufen. Und jetzt greife ich die Frage noch einmal auf von vorhin. Wenn ihr Liebesgeschichten kennt, deren Handlung so ähnlich ist wie bei Stolz und Vorurteil oder deren Verlauf der Beziehung ähnlich ist wie bei Stolz und Vorurteil, Geschichten, die ohne Kitsch auskommen, beziehungsweise es darf auch kitschig sein, aber was ich nicht möchte, sind Geschichten, die ständig irgendwelche Klischees bedienen. Wenn ihr da Geschichten kennt, dann schreibt die bitte, bitte in die Kommentare. Ich werde mir das durchlesen, ich werde mir Notizen machen, ich werde diese Bücher lesen. Und ich werde natürlich berichten und vielleicht mache ich da nochmal ein separates Video zu euren Buchempfehlungen, was Liebesgeschichten angeht, die wirklich ohne Klischees auskommen. Tja, bis dann sehen wir uns im nächsten Video. Da freue ich mich schon drauf. Bis dann. Ciao.